Ja. Anja, du hast heute ein Thema ausgewählt, das du nicht ohne Grund gewählt hast. Ja. Verrat es uns, jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Es ist das Thema Umzug mit Hund, weil ich tatsächlich nächste Woche Mittwoch ist Abflugtag für mich zurück nach NRW. Nach Nordrhein-Westfalen geht es wieder zurück. Und das bedeutet, dass du heute deine letzte Sendung bei uns hast. Leider, leider, leider. Jetzt müssen alle ganz stark sein, hinter der Kamera und vor der Kamera. Ja. Weil es schon ein bisschen emotional ist für dich, gell? Total. Also es ist für mich momentan wirklich so, dass ich ganz oft schwanke. Ich bin seit 24 Jahren in Bayern. Und auch hier in der Sendung habe ich mich halt einfach immer so zu Hause und wohlgefühlt mit euch. Das ist ja wirklich so eine kleine wie in Bayern-Familie und das ist schon hart. Es geht zurück zu meiner Familie. Ja. Genau, zurück nach Bielefeld, beziehungsweise jetzt meine Wohnung wird in Bad Salzuflen sein. Und auch da ist ganz toll, meine Brüder helfen so wahnsinnig. Die ganze Wohnung wird gerade für mich hergerichtet. Und also das ist schon Wahnsinn. Mhm. Und hier meine Kunden machen mir den Abschied halt auch echt schwer. Mhm, weil sie dich sehr vermissen werden, genau wie wir dich vermissen werden. Mhm. Wie viele Hunde ziehen mit dir um? Drei. Drei Hunde. Drei Hunde ziehen mit mir um. Ich hoffe, dass die Kisha das ganz gut hinkriegt. Die ist ja mittlerweile schon 13 Jahre alt. Ich merke, dass die Coco, die kleine, meine Chihuahua-Hündin, die kommt nicht so gut damit klar, dass jetzt überall die Kartons in der Gegend rumstehen schon. Genau, aber es wird schon werden. Also das ist schon auch tatsächlich für die Vierbeiner eine belastende Situation. Ja. Ja, und da muss man tatsächlich auf so ein paar Sachen achten. Oder das heißt muss, also sollte man einfach auf so ein paar Sachen achten, damit das möglichst stressfrei läuft für alle. Weil das ist ja auch nicht so einfach, dann die Hunde zu organisieren. Auf was denn zum Beispiel? Auf was sollte man achten? Also das, was ich immer im Vorhinein schon kläre, also das merke ich ja auch gerade bei mir im Umzug, dass ich versuche, vorher viel vorzubereiten, sind so Geschichten wie die Ämter. Also ich muss meine Hunde abmelden, ich muss sie in der neuen Stadt anmelden. Ich sollte vielleicht schon mal gucken, wo Tierärzte in der Gegend sind. Dass ich mir sowas einfach vorher schon mal klar mache. Ich habe mir, weil ich ja einen Hund habe, der sehr krank war, die ganze Krankenakte schon mal geben lassen. Das habe ich mir jetzt schon alles schicken lassen, damit ich das halt gleich mitnehmen kann und dann nicht im Nachhinein da hinterherlaufen muss. Und jetzt auch, wenn in der Wohnung natürlich ein Riesenchaos ist, wie stecken das die Hunde weg? Kommt auf die Hunde tatsächlich drauf an. Also ich versuche, so spät wie möglich zu packen. Mhm. Also es sind tatsächlich erst so 10 Kartons gepackt. Mhm. Weil meine Wohnung jetzt auch nicht so groß ist, dass ich das irgendwie hinstellen kann, dass die Hunde da alle noch durchkommen. Aber ich merke, dass es die schon echt stresst. Das heißt, ich fange so spät wie möglich an und versuche dann so schnell wie möglich natürlich auch in der neuen Wohnung alles umzuräumen. Und während des Umzugs dafür habe ich auch einen kleinen Film mitgebracht, dass wir mal reinschauen können, wo man da noch achten kann und sollte, damit es für die Hunde gut ist. Ja, okay. Das, was ich gemacht habe, das ist mein neues Zuhause. Oh. Der Juno schaut sich schon die Hühner und Ziegen an. Da hast du ja Platz ohne Ende, genau. Oder? Genau. Und da sind meine tollen Brüder, die mir tatsächlich meinen Zaun schon gebaut haben. Und wenn man die Möglichkeit hat, im neuen Zuhause das vorher schon machen zu lassen, würde ich das auch machen. Das, was ich als letztes einpacke, sind die Hundesachen. Und ich kennzeichne den Karton auch ganz klar mit Hunde und packe den als letztes ein, damit ich den eben als erstes wieder auspacken kann. Wenn die Packer dann da sind, sichere ich, da sieht man meine Kisha im Hintergrund, hat man kurz gesehen, hinter dem Kindergitter, da sichere ich die Hunde. Damit, wenn da lauter Leute rein und raus gehen, dass die Hunde nicht, jetzt habe ich auch drei Hunde, wovon zwei nicht so gut sind mit fremden Menschen. Die werden tatsächlich am Dienstagnachmittag fangen wir an zu packen. Also fangen wir den LKW an zu packen und die werden dann bei mir im Auto sein. Gott sei Dank ist jetzt kühl genug. Okay. Aber ich packe alle drei Hunde bei mir ins Auto. Dann sind die komplett aus dem Weg. Mhm. Was eine ganz gute Sache ist, ist, wenn man Freunde oder Bekannte hat. Mhm. Also ich ziehe ja jetzt 700 Kilometer weit weg. Da kann ich die halt nicht für einen Tag bei Freunden und Bekannten unterstellen und dann am nächsten Tag holen in die neue Wohnung. Aber ich habe das durchaus auch schon so gemacht, wenn ich, das letzte Mal bin ich nur mit Kisha umgezogen und mit meinem alten Linus, die waren dann bei Freunden. Dann sind wir umgezogen und dann habe ich die am Abend in die neue Wohnung geholt, auch wieder mit, nachdem der Zaun schon stand. Das finde ich sind so, gerade wenn man einen Garten hat, sind das wichtige Sachen, weil ich dann die Hunde einfach rauslassen kann. Dann muss ich nicht gucken, wenn das vorher schon fertig ist. Und das nimmt einem ganz viel Stress. Aber du sagst jetzt, genau, wenn ich dann in die neue Wohnung zum Beispiel gehe,
Gibt es da noch Sachen, auf die ich achten muss, ja, dass sich die Hunde erstmal gewöhnen können an dieses, ja, neue Zuhause? Ja, auch dafür habe ich einen kleinen Film mitgebracht. Also was ich immer wichtig finde, ist tatsächlich auch von Anfang an deren Körbchen dahin zu legen. Meine haben das jetzt schon durchs, als ich da zum Renovieren war, kennengelernt. Dann macht's Spaziergänge, entspannte Spaziergänge im neuen Zuhause, damit alle so ein bisschen runterkommen können. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die Hunde im neuen Zuhause vielleicht nicht so gut alleine bleiben können. Das heißt, ich stelle jetzt die Webcam sozusagen, die mir zeigt, ob Kisha das gut schafft, und ich gucke dann halt draußen nach, ob es gut läuft. Und das letzte Bild war jetzt gerade, dass man eben die Hunde bei Tasso oder anderen Melderegistern ummelden muss. Das vergessen ganz viele. Also erstens vergessen es die meisten, ihren Hund anzumelden. Die haben ja so einen Chip drin, und auf dem Chip steht aber nur eine Nummer. Und wenn ich mein Tier dann nicht registriere in einem dieser Melderegister, die es für Haustiere gibt, dann nutzt mir der Chip überhaupt gar nichts. Wenn mir mein Hund wegläuft, dann lesen die das im Tierheim aus, aber dann haben die halt nirgendwo, wo sie anrufen können. Ja, okay. Und das ist ganz wichtig, die dann umzumelden, damit eben auch die neuen Adressen dann schon drinstehen. Okay, also ganz viel zu beachten, ein bisschen Bürokratie, aber, ja, auch einfach zu gucken, dass man den Hund oder die Hunde so ein bisschen wegnimmt und rauszieht aus diesem, ja, ganz aktuellen Gewusel, aus diesem Umzugsstress. Es ist ja für uns schon Stress. Ja, total. Und ich finde, es ist auch gar nicht so schlecht, dann zu sagen, okay, einfach mal ruhige, entspannte Runden mit den Hunden zu gehen. Vielleicht auch nicht sofort, oh, ich bin an einem neuen Ort, ich suche mir gleich die größte Hundewiese. Es ist für alle Stress genug. Erstmal ruhige, entspannte Wege suchen. Die neuen Hundekumpels kann man dann auch noch 3-4 Wochen später auf jeden Fall. Die laufen dann so schnell nicht weg. Vielen Dank für diese guten Tipps zu dem Umzug. Jetzt haben Sie noch mal die Chance auf 3 Bücher von der Anja. Hier haben wir es noch mal mitgebracht. Hier ist es. Wir sind ein Team. Also jetzt noch mal ran an die Wir in Bayern Seite, und mit etwas Glück können Sie noch mal ein Buch gewinnen von der Anja. Und du bist trotzdem nicht aus der Welt und kannst uns weiter vielleicht aus der Ferne oder dem einen oder anderen mal einen Tipp geben. Und wir haben ja jetzt hier die passende Deko für dich, Umzugskisten. Und in diesem Umzugskarton ist auch was für dich drin. Ui. Kein Verhau, kein Geschirr. Schau mal, du darfst selber auspacken. Gott. Ich darf selbst auspacken. Oh, vielen Dank. Da liegt er. Den darfst du rausnehmen. Vielen lieben Dank an all die schönen Stunden mit dir hier bei uns im Wir in Bayern Wohnzimmer. An all die wertvollen Tipps für uns und unsere vielen Bayerner. Da hast du ganz vielen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sehr geholfen. Und es war immer so schön mit dir. Alles Gute für dich und den Umzug. Dankeschön. Ja? Geh mal rüber in die Küche. Also gut. Durchatmen. Durchatmen, genau. Tief durchatmen, und ich zeig dir, wo du darfst. Schau mal, wir haben hier eine Vase. Du darfst